Wir müssen Werte schaffen, die uns gut tun und der Gesellschaft gut tun. Die Angst vor das nicht mehr steigende BIP und man dort einen Teil vom Grundeinkommen wegnimmt, alles wird ruinieren, das ist eine Frage von, wie man es konzipiert und wie man es denkt. Und nicht per se einfach in der Angst leben. Die Bedeutung ist, dass alle Garantie haben, ich bin existenziell abgesichert, egal was passiert. Und das ist das, was im Kopf etwas ändern wird. Wir sind an einem Punkt, wo wir Arbeit neu denken, wo wir sagen, es gibt eben verschiedenste Formen von Arbeit. Es gibt Care-Arbeit, es gibt bezahlte Arbeit, es gibt Geld, das sich selber vermehrt, ohne Arbeit, dass wir wirklich nochmal über diese verschiedenen Sachen schwätzen. Wir sind an der Vorbereitung für unsere Einreichungsaktion. Es wird da ein grosses Happening geben auf dem Frau-Münster-Platz, wo wir auf unsere Initiative aufmerksam machen. Wir haben gerade über 4'000 Unterschriften gesammelt und somit ist die Initiative zustande gekommen. Es ist so, dass die Menschen eine Lebensfreude, dass sie Freude bekommen beim Arbeiten, dass sie selber entscheiden können, was sie arbeiten mögen, dass sie nicht arbeiten müssen, irgendetwas, was sie gar nicht wollen, dass sie genug Geld bekommen zum Leben. Die Initiative mit dem Titel «Wissenschaftlicher Pilotversuch fürs Grundeinkommen», die ist entstanden eigentlich aus einer Aktualität der Corona-Zeit, wo der Erwin Fessler eine Petition gestartet hat und gefunden hat, jetzt muss man doch sofort reagieren, jetzt muss es doch für 6 Monate das Grundeinkommen geben für die ganze Schweiz. Und wir wollen mit mindestens 500, lieber 1'000 Menschen an so einem Versuch in der Stadt Zürich testen. Das soll wissenschaftlich begleitet werden von Universitäten, von denen, die sich zur Verfügung stellen oder denen, die die Stadt dann auch auswählen. Und so wirklich einfach Erkenntnisse liefern und Fragen können beantworten. Es ist eine bedingungslose Existenz sicher, wofür wir kämpfen. Und es ist kein Geld on top, es ist nicht mehr haben nachher, sondern es ist immer abgesichert sein. Bis last minute, bis wir sie abgeben müssen, wird gesammelt. Es sind weitaus über 3'000, die wir brauchen. Ich schätze 4'300, die wir abgeben können. Das ist jetzt doch ein recht guter Rücklauf aus der Wotz. Das ist wirklich Gold wert. Jetzt für diese Sache. Das ist Gold wert. So. Ich glaube, wir sind schon an einem Punkt, wo man sieht, wie fragil das System auch ist. Wir haben eine Pandemie, eine Krise und wir sind schon wieder an einem Punkt, wo, eben, wie gesagt, das System ist absolut überlastet. Wir wissen gar nicht, wie mit dem umgehen, wie das abfedern. Und ich habe schon die Hoffnung, dass diese Krise auch den Leuten wieder bewusst gemacht hat, das Wirtschaftssystem das verhebt nicht. Wir müssen andere Lösungen finden. Das Grundeinkommen kann eines davon sein. Und gerade eben auch die Kennzahlen wie ein BIP. Also ich plädiere auch dafür, dass man zum Beispiel Care-Arbeit als Wert von der Gesellschaft integriert in so etwas. Weil das BIP sagt wirklich nur aus über das, was konsumiert wird und das, was geschafft wird. Aber es gibt so viele andere Werte in dieser Welt, die dort einfach nicht zu tragen kommen. Ei! Let's go! Grundeinkommen für Zürich! Nein! 3! Ich stelle mir einfach vor, dass vieles einfacher wird, die Zwänge aufhören und die Leute das können machen, was sie wirklich wollen, zum Leben. Und natürlich, da gibt es Leute, die gerne in der Hängematte hängen. Und es gibt Leute, die ihre Freizeit gerne so einsetzen, wie wir jetzt das zum Beispiel machen mit dieser Initiative. Es hat uns niemand dazu gezwungen. Wir haben das einfach gewählt, aus eigenem Willen. Das sind 4'305. Wer heiratet jetzt? Erwin und ich. Ja. Ja, ist gut. Jetzt sind wir eben wie in der Honeymoon-Phase nach der Heirat. Wir wissen jetzt, wir haben es geschafft, aber offiziell ist es noch nicht. Und jetzt warten wir ab und nachher wird sich der Stadtrat dazu äußern.
Wir gehen davon aus, dass er nicht so begeistert sein wird und die Initiative zur Ablehnung wird empfehlen. Dann geht es aber an den Gemeinderat, das heisst das Parlament der Stadt Zürich. Und auch die werden sich dazu äußern. Vielleicht gibt es einen Gegenvorschlag, vielleicht nicht. Und nachher, etwa in 2 Jahren, gibt es einen grossen Showdown, die Abstimmung. Bis dann geht noch viel Wasser die Limmatur ab. Wir machen natürlich ein Fundraising. Und dass wir nachher total fit sind für den Abstimmungskampf. Wir sind jetzt jahrelang aneinander gebunden. Also vor allem, wenn es angenommen wird, dann ist das Projekt sicher etwa ein 10-jähriges Projekt. Und in diesen 10 Jahren passiert viel. Es werden Kinder geboren, es gehen Ehen auseinander. Und, aber was uns alle immer zusammenhalten, das ist unsere Initiative.